Früher Donnerstagmorgen, Berlin. Spezialeinheiten der Polizei stürmen und durchsuchen zwei Wohnungen in Kreuzberg. Ermittler hatten es für möglich gehalten, dass sich Anis Amri dort aufhält. Der flüchtige Tunesier wird verdächtigt, den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin verübt zu haben. Nach Amri wird europaweit gefahndet. Er ist 1992 geboren und stammt aus Tunesien. Der Gesuchte ist 1,78 groß, wiegt 75 Kilo und hat schwarze Haare und braune Augen. Das BKA mahnt zur Vorsicht. Amri könnte gewalttätig und bewaffnet sein. Er soll 2012 nach Deutschland gekommen sein und 2016 Asyl beantragt haben. Er sollte abgeschoben werden. Die Duldungspapiere des mutmaßlichen Islamisten waren am Tag nach dem Anschlag in der Fahrerkabine des LKW gefunden worden. Inzwischen wurde auch bekannt, dass seine Fingerabdrücke an der Fahrertür entdeckt worden sind. Amri soll bereits in der Vergangenheit als Flüchtling in Italien 4 Jahre im Gefängnis gesessen haben, unter anderem wegen Körperverletzung und Brandstiftung. Er soll direkten Kontakt zum Terrornetzwerk Islamischer Staat gehabt haben und war den deutschen Behörden als Gefährder bekannt. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Beschuldigten führen, ist eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt. 3 Tage nach dem Anschlag ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz wieder teilweise geöffnet. Der Platz ist nun zusätzlich mit Betonquadern gesichert. Der Teil, an dem das Attentat mit 12 Toten und fast 50 Verletzten verübt wurde, bleibt weiterhin geschlossen.